Wir feiern Demokratie. Das Fest der Zukunftswerkstatt Herzberg im Sinnesgarten. Ich bin der Gärtner Trebing-Bachmann und ich gehöre hier zur Zukunftswerkstatt. Wir haben hier diesen Sinnesgarten eingerichtet für die Bürger der Stadt. Und wie man sieht, ist das von Erfolg gekrönt. Viele Herzberger aus nah und fern sind mit Jung und Alt heute hergekommen, bei schönem Frühlingswetter alle möglichen Angebote hier wahrzunehmen. Man kann hier Samen auslegen für Radieschen und Kresse. Wir haben eine Kartoffelausstellung. Wir haben den bekannten Trommler Pepper aus Göttingen hier. Wir haben die Igelschule aus Silkerode zu Gast. Wir haben die Lebensgemeinschaft aus Silkerode. Die Aleviten sind da mit einem Stand. Und die Esperanto-Gruppe. Also hier merkt man, dass sich hier doch in Herzberg einiges tut, wenn man die Initiative ergreift und etwas anbietet. Nach einer gelungenen Blumenpflanzaktion auf dem Baugrundstück am Herzberger Marktplatz ging es im Rahmen der bundesweiten Aktion Wir für Demokratie, Tag und Nacht für Toleranz des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit einem Fest der Zukunftswerkstatt Herzberg im Sinnesgarten weiter. Von 14 bis 18 Uhr luden hier verschiedenste Gruppen mit ihren Ständen und Aktionen in den Sinnesgarten der Zukunftswerkstatt Herzberg ein. Es gab ein buntes Programm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Hier war für jeden etwas dabei. Ich bin Konstanze Tillich von der Igelschule. Ich bin dort die Schulleiterin und Lehrerin. Wir unterrichten 10 Kinder in einer jahresübergreifenden Gruppe und legen besonderen Wert auf die gewaltfreie Kommunikation als verbindende Kommunikation zwischen Kindern, Erwachsenen und unter den Kindern. Ja, ich bin Birgit Dalcho. Ich gehöre mit zu der Elternschaft der Schule und arbeite auch in der Schule als Schulmediatorin mit. Das heißt eben in dem Bereich Soziales. Unsere Schule hat 3 Standbeine. Zum einen geht es sehr stark um die soziale Kompetenz. Es geht auch um die Ich-Kompetenz der Kinder und auch um die Kompetenz des Lesen, Schreiben, Rechnens. Natürlich auch das lernen die Kinder bei uns in der Schule. Ein pädagogischer Schwerpunkt ist die Montessori-Arbeit, wo wir den Kindern individuell Sachinhalte vermitteln. Darüber hinaus sind wir sehr viel draußen mit den Kindern. Wir sind Silkerode ist ein kleines Dorf und dafür einfach die Schule ist sehr schön eingebettet in bunte Natur und Vielfalt. Wir haben einen Schulgarten, wir haben Tiere, die wir besuchen können und wir haben rundherum viel Wald und Wiese, wo auch immer wieder Angebote in der Natur stattfinden. Rund 300 Gäste nahmen an den Aktionen der Zukunftswerkstatt Herzberg im Rahmen des Aktionstages Wir für Demokratie, Tag und Nacht für Toleranz teil. Diese Veranstaltung wurde immer wieder von unterschiedlichsten musikalischen Darbietungen bereichert, so dass die Besucher auch klanglich verschiedene Kulturkreise kennenlernen durften. Die Aleviten waren hier sogar so freundlich, eines ihrer Lieder auch auf Deutsch zu übersetzen und vorzutragen, damit die Zuschauer einen Eindruck von der im Liedtext transportierten Botschaft erhielten. Kinder waren von der Filzaktion von Rita sehr begeistert. Hier stellten aber auch andere Gäste Handschmeichler aus mit Filz umschlossenen Steinen her oder gestalteten an einem Tisch im Garten Mosaikkunstwerke auf Granit. Hallo Boris, ich bin Rita und ich bin heute engagiert hier, weil ich heute Stein einfilze mit den Kindern und auch mit den Erwachsenen. Das ist eine sehr schöne Sache, wo man sich richtig schön abreagieren kann, was unheimlich Spaß macht und auch unheimlich angenehm an den Händen ist. Wir arbeiten mit Kernseife, Wasser, Essig, Filz und Stein. Ja, man kann jede Menge damit machen und es macht sehr viel Spaß. Bereits am Morgen hatten Kinder nach einer Aktion extra für sie
in der sie Blumensamen auf ein Grundstück in der Stadt einbringen durften, den Freundschaftsbaum mit ihren Namensschildern bereichert. Diese Aktion wurde nun fortgeführt und viele Plaketten mit den Namen weltoffener Menschen hängen nun an den Zweigen und Ästen des Freundschaftsbaumes im Sinnesgarten der Zukunftswerkstatt. Saluton! Ah, Signor Boris Gonczarek! Saluton! Longe mine videsvin! Ja, hier ist das Hodiau, ist das Tago della Bontezzo, Tag der Vielfalt, in la Giardino de Zukunftswerkstatt Herzberg, in la Giardino de Futo Ateliero Herzberg. Kein Vidas, in Pano Ludas, Bella Vetero, Mangiagioi. Preparita in der Alvita Comunumo, Homoi Ludas, KNGT, Ankau ist es Tabura, Labor Cupo, Kio Momente Pausas, KNGT, Ankau ist das Signoro Drago, Kio Ankau Povos Paroli in Esperanto Cialia, ist es in Herzberg in der Esperanto Urbo, hier haben wir es KKN Broschuroi, hier ist das Esperanto Lerno Libro, Esperanto Direkt, Chion, Becredon, Riavas, Klubon, Costa Dexessa, Dridek, Goro. Jeden Mittwoch nach 16.30 Uhr ist Esperanto-Zentrum Clubrunde hier in Herzberg. Hier ist es KK Broschuroi, Herzberg, La Esperanto-Gruppe, Herzberg, die Esperanto-Stadt. Kai Bildkartoi, La Monumento, Miam Vides, das ist das Samenhof-Monumento in Herzberg, Cella Accorado. Hier ist l'Alia Monumento Cella Stazidomo in Herzberg. Hier ist das Multai, Multai Pilcartoi, Vias. Bei Spezialaso ist das Deck Wortoi in Esperanto. Deck Wortoi. Frühling ist das Printempo. Nun ist das Printempo. Nun ist Frühling. Verda Naturo, grüne Natur, Verda Naturo. Die wollen das Exkursi, wir wollen einen Ausflug machen. La Vetero ist es Bella, Bella Vetero, wie italienisch, grünlich. Ovo ist ein Ei. Floroi, nun crescas la Tulipoi, la Violoi, la Narzissoi. Nun wachsen und blühen die Kokosse, die Narzissen und so weiter. Birdo, ach, so la Branche ist das Birdo, auf dem Ast ist ein Vogel. Kai nun ist das la Monato Aprilo. Aprilo ist das Capriza Monato. Kai la Monato Mayo, Venus Mayo, Mayo ist es Pista Vila. Kai ankau Drago Parolas Esperanto. Yes, yes. Kai ankau la Felino Lodges in Herzberg, Kai li ist das Gasto. Yes. Mi estas gasto. Eble diwa kio la gobi mi estas gasto jam 30 kvin jaroj kaj mi faris filmon pri Herzberg kaj tiu grupo kiu nun estas aktiva. Mi estas kroato kaj vivas en Paderborn. Kaj alie mi instruis en multaj landoj kaj estis en proksimume 30 landoj per Esperanto. Mi parolas germane, kroate, serbe, iomete itale kaj ruse, se ĉi tie mi estas kvazaŭ hejme. I bin hier quasi zu Hause, obwohl ich bin aus Paderborn und ich komme oft. Meine Tochter aus Schweden jetzt lebt auch hier in Herzberg und aktiv ist in Esperanto Societo in Herzberg. Danke. Über das gesamte Fest konnten die Besucher immer wieder die Fortschritte des Wandgemäldes von Celina und Maya bewundern, die sich die Mühe machten, mit Farbspray eine Wand zu gestalten. Vielfalt tut gut. Ein Motto der Zukunftswerkstatt Herzberg zur Aktion Wir für Demokratie, Tag und Nacht für Toleranz wird nun für lange Zeit an das tolle Fest der Zukunftswerkstatt Herzberg erinnern. Selbst bin ich immer mal wieder zu diesem Vorhaben gegangen, um die Fortschritte begutachten zu können und war sehr erstaunt, wie vorsichtig und sorgfältig hier die geübten Sprayer zur Tat schritten. Es bedarf wohl einiger Erfahrung, die Farben nicht verlaufen zu lassen und diese gegebenenfalls deckend übereinander aufzutragen. Hallo,
Wir sind hier bei der Kartoffelstation in unserem schönen Sinnesgarten in Herzberg. Wir haben hier mal verschiedene Sorten Kartoffeln aus verschiedenen Ländern zusammengetragen. Da sind Kartoffeln aus Teneriffa dabei, es sind Kartoffeln natürlich, Ägypten gibt es auch, aber auch aus viele französische Kartoffeln. Da sind ganz viele verschiedene Namen, La Ratte zum Beispiel oder Chérie oder Prinzess. Also es gibt auch so viele verschiedene Namen. Uns ist wichtig, dass auch alte Sorten erhalten bleiben und dass man sieht, Kartoffel ist nicht gleich Kartoffel. Es gibt so viele verschiedene Arten und die sollen auch erhalten bleiben. Wie zum Beispiel die Linda, die schon fast vergessen war. Deswegen haben wir mal hier eine kleine Kartoffelausstellung gemacht. Bunte Kartoffeln gehören auch zur Vielfalt. Dankeschön. Der extra aus Göttingen angereiste Musiklehrer der Hypocrite School und Experte für afrikanisches Trommeln, Pepper, zeigte nicht nur sein Können, sondern lud alle Anwesenden zum Mitmachen ein. So fanden sich immer wieder größere Runden zusammen, die mit ihren rhythmischen Klängen das Areal beschallten. Gerade dies sorgte dafür, dass weitere Besucher, angelockt von den Klängen des Herrn Pepper, den Weg in den Sinnesgarten fanden, um sich dem Fest Wir für Demokratie, Tag und Nacht für Toleranz anzuschließen. Mein Name ist Pepper, alias Chibwe Abeika, redlich. Und ich bin Künstler, Musik und Kunst. Und ich bin hier für Aktion für Demokratie. Ja. Und ich träume mit den Kindern, mein Rhythmus. Kinder und zeige viele Sachen vom Rhythmus für die Kinder. Die Igelschule aus Silkerode stellte sich ebenfalls mit einem eigenen Stand dar und begeisterte die Menschen mit den Produkten ihres Wirkens. Dieser Stand war nicht nur optisch ein Genuss. Toll war auch hier, dass Musikbegeisterte von der Igelschule aus Silkerode ebenfalls einige musikalische Beiträge mit ihren E-Gitarren und Bass beisteuern. Dies war sicherlich auch ein i-Tüpfelchen bei der Veranstaltung. Ein reichhaltiges Angebot an Speisen rundete den Event ab und lud zum Probieren ein. Unsere Aleviten boten Salate und unterschiedliche türkische Spezialitäten an. Die Aktiven der Igelschule aus Silkerode stellten selbstgemachtes Olivenöl und griechische Oliven vor und boten eingelegte Weinblätter und Schafskäse den Gästen an. Das von Herrn Drewing-Bachmann selbstgebackene Brot mit Kräuteraufstrich erfreute sich hier, wie schon am Vormittag, großen Zuspruch, hat sich innerhalb der Zukunftswerkstatt Herzberg für dieses doch schon eine Fangemeinde gebildet. Den rund 300 Gästen wurde im Rahmen des Aktionstages Wir für Demokratie, Tag und Nacht für Toleranz von der Zukunftswerkstatt Herzberg also ein umfassendes und reichhaltiges Angebot gemacht, welches diese sehr gerne annahmen und sich bei den vielfältigen Mitmachaktionen beteiligt. Anschließend wurde den Besuchern ein Blumengeschenk gemacht, welches diese über den Zeitraum des Festes an dieses und den Aktionstag Wir für Demokratie, Tag und Nacht für Toleranz eben auch zu Hause erinnern mag. Zukunftswerkstatt Herzberg e.V., Hauptstraße 58, 37412 Herzberg am Harz.
Volksbank im Harz EG, Bankleitzahl 268 914 84, Kontonummer 110 282 5400.